Machen Sie mal. Gut. Ich bleibe. So bin ich noch nie begrüßt worden. Insofern vielen Dank. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Lux, sehr geehrte Damen und Herren aus Politik und Verwaltung, sehr geehrter Herr Orem, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Musikfreunde. Ich begrüße Sie herzlich in unserer Sparkasse zum dritten Stiftungskonzert zugunsten des Stiftungsfonds Bürger von Musikschule, einem Big Band Frühschoppen. Mein Vorstandskollege Herr Markus Grabe und ich, wir freuen uns, hier in unserer Hauptstelle die Bühne für diesen musikalischen Rahmen heute bieten zu dürfen. Uns als Sparkasse ist es wichtig, auch einen Beitrag für das kulturelle Leben in Leverkusen leisten zu können. Gleichzeitig vertrete ich hier als Vorsitzender des Stiftungsvorstandes auch die Bürgerstiftung Leverkusen. Die Stiftungsarbeit stellt eine gelungene Abwechslung zum manchmal doch sehr trockenen Bankenalltag dar. Einige Mitglieder der Stiftungsgremien sind heute anwesend. Ich darf auch Sie herzlich begrüßen und Sie können dies sicherlich bestätigen. Viele tolle Projekte in und um Leverkusen werden mit den Fördermitteln unterstützt. Und auch unser Sparkassennachbar, die Musikschule, ist ein wichtiger Baustein der Kultur in Leverkusen und wird durch die Bürgerstiftung in Leverkusen unterstützt. Dafür wurde unter anderem im Oktober 2010 unter dem Dach der Bürgerstiftung der Stiftungsfonds Bürger für Musikschule gegründet. Dieser ermöglicht vielfältige Projekte der Musikschule. Ziel dabei ist die nachhaltige Unterstützung der musikpädagogischen Arbeit. So wurde in den letzten Jahren beispielsweise die Orchesterarbeit in Leverkusener Schulen gefördert. Zuletzt wurden außerdem Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen in das Angebot der Musikschule aufgenommen. Eine Stiftung generiert, wie Sie wissen, einen Großteil ihrer Fördermittel aus den Zinserträgen. Allerdings trübt das Zinsniveau die Freude hier derzeit deutlich. Viele von Ihnen wissen aus eigener Erfahrung, was das bedeutet. Als Stiftung sind wir daher mehr denn je auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Und so soll auch das heutige Konzert dabei helfen, die bisher tolle Arbeit des Stiftungsfonds weiterzuführen. Neben einem Anteil aus dem Kartenverkauf kommt jeder hier in den Spendenschwein gesammelte Euro dem Stiftungsfonds zugute. Aber was wäre ein Konzert ohne die Künstler? Ich darf mich bei allen beteiligten Personen recht herzlich für die Planung und auch Durchführung des heutigen Events bedanken, insbesondere natürlich bei der Blowshop Big Band der Musikschule, der Bayer Big Band, den Special Guests, den Gesangssolisten Peter Lorenz und Christopher Klaassen und dem Saxophonsolisten Gregor Schur. Ihnen allen gebührt ein großes Dankeschön für die Gestaltung dieser Veranstaltung. Wenn ich jetzt jemanden in der Aufzählung vergessen haben sollte, dann tut mir das sehr leid und auch der oder diejenige soll bitte in den Dank einbezogen sein. Dank zahlreicher Unterstützer konnten wir auch eine Tombola mit sehr attraktiven Preisen, wie ich finde, auf die Beine stellen. Neben einem Kunstwerk von Peter Lorenz, Glasskulpturen von Klaus Hilsbecher und einem signierten Trikot von Bayer 04 gibt es viele weitere tolle Preise zu gewinnen. Die Erlöse aus dieser Tombola kommen natürlich ebenfalls dem Stiftungsfonds zugute. Zwischen den Auftritten der Blowshop Big Band und der Bayer Big Band gibt es eine Pause, in der die Lose für 2 Euro pro Stück verkauft werden. Aber ich habe gesehen, auch im Vorfeld dieser Veranstaltung sind schon Lose verkauft worden.
Die Preisausgabe kann aus organisatorischen Gründen erst nach dem Konzert stattfinden und nicht etwa, weil wir sie so lange hier landen wollten. Ist vielleicht ein Grund mit dabei, aber wie gesagt, aus organisatorischen Gründen können wir das nicht anders machen, sonst ist hier ein bisschen viel gelaufen. Sie können aber natürlich gerne vorab schauen, was Sie gewonnen haben. In der Pause wird es natürlich auch ausreichend Zeit dazu geben, etwas zu essen oder auch gute Gespräche zu führen. In dem Zusammenhang möchte ich auch Herrn Cirkovic von der Klinikum Service Leverkusen GmbH und seinem Team ein riesen Dankeschön für das Catering ausrichten und für die Bewirtung, die es heute hier gibt. Dankeschön. Meine lieben Gäste, ich bin mir sicher, wir werden schöne Stunden mit toller Musik hier erleben. Und bevor es in wenigen Minuten mit dem musikalischen Teil losgeht, darf ich denke mal, nach einem kurzen musikalischen Übergang das Wort an Frau Bürgermeisterin Eva Lux übergeben. Vielen Dank und eine schöne Zeit uns allen. Danke. Also Jingle können Sie auch, wenn wir noch ein bisschen Geld brauchen. Vielleicht ist hier ein Werbemensch noch anwesend, der die Gruppe dann engagieren kann. So. Sehr geehrter Herr Schwarz, sehr geehrter Herr Grave, liebe Frau Hürtgen, sehr geehrte Gerste, liebe Jazzfans überhaupt, liebe Musikfreunde, auch ich als Bürgermeisterin darf Sie zu einem nicht nur für Musikschulverhältnisse außergewöhnlichen Konzert in einer ganz besonderen Atmosphäre sehr, sehr herzlich begrüßen. Hier im Hauptgebäude unserer Sparkasse Leverkusen, die ja bekanntlich für die architektonische Gestaltung dieser Räume ausgezeichnet wurde, ein Big Band Meeting als Benefizkonzert zugunsten unserer Musikschule durchzuführen, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und dass sich unsere Sparkasse so stark für den Erhalt der kulturellen Bildung in unserer Stadt einsetzt, das ist lobenswert und eigentlich ebenfalls auszeichnungswürdig. Daher, ja. Also daher gilt mein erstes Dankeschön heute Morgen Ihnen, lieber Herr Schwarz, und natürlich der Stiftungsmanagerin Ihres Hauses, Frau Lagemann, sowie dem ganzen Team der Sparkasse Leverkusen, die dieses Event erst ermöglicht hat. Für die Musikschule und den noch recht jungen Stiftungsfonds Bürger für Musikschule. Danke, sage ich aber auch den Musikern der Bayer Big Band mit ihrem Leiter Jörg Kaufmann und dem Solisten Peter Lorenz, der als schwarze Stimme Leverkusens hier und weit über unsere Grenzen hinaus bekannt ist. Sie alle stellen sich heute Morgen unentgeltlich, das ist selten in den Räumen einer Sparkasse, wo es ja um Geld geht, in den Dienst der Nachwuchsförderung junger Talente unserer Musikschule. Dass Peter Lorenz sich auch als malender Künstler mit einem gestifteten Bild, Sie haben es eben schon angesprochen, für die Tombola einbringt, das verdient meines Erachtens auch besondere Beachtung und einen Applaus und wird die Benefizveranstaltung bestimmt noch mehr anheizen. Meine Damen und Herren, bürgerschaftliches Engagement ist in den letzten Jahren ja fast zu einem Zauberwort geworden. Viele Menschen in unserer Stadt engagieren sich ehrenamtlich für Aufgaben, die die öffentliche Hand alleine oder über einen bestimmten Umfang hinaus eben nicht mehr tragen kann. Sie setzen sich dafür ein, dass Leverkusen als lebenswerter Wohnort für alle seine Einwohner erhalten bleibt. Und ein mustergültiges Beispiel hierfür ist das Engagement des Fördervereins unserer Musikschule. Und dank der Unterstützung der Bürgerstiftung und somit unserer Sparkasse gelingt es langsam, auch das hatten Sie vorhin schon etwas ausgeführt, die Finanzierung der Musikschule und ihrer wirklich breit angelegten Zielsetzung auf eine ebenfalls breitere finanzielle Basis zu stellen.
und dem hierfür verantwortlichen Team sowie Frau Marchand und Frau Ossiwatz sage ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich Dankeschön. So. Also für meine heutige Rede waren 2 Stunden angesetzt, okay, aber die gebe ich Ihnen nicht. Im Gegenteil, ich gebe jetzt die Sparkassenbühne frei für die Big Band der Musikschule mit dem schönen Namen Blow Shop. Ich habe mich nicht versprochen. Unter der Leitung von Johannes Lemke, die den ersten Teil des Programms bestreiten wird. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam die jungen Musikantinnen und Musiker mit ihren beiden hausgemachten Solisten, Gregor Schor, Saxophon, und Christopher Klaassen, Gesang. Viel Spaß hier heute Morgen an diesem wunderbaren Sonntag. Dankeschön. Applaus.